Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Field of Glory Empires. Wir haben beim letzten Mal hier Etrurien eingenommen und damit hier mehr oder weniger die Provinz Italia Superior fast komplett gemacht. Wie ihr seht, es gibt eigentlich nicht viel, was fehlt. Aternus und Picenum wurden uns weggenommen. Was wir jetzt allerdings machen müssen, ist, wir sollten jetzt hier mal schauen, was da unten eigentlich los ist. Was mit Samnium? Haben die nicht einen Krieg mit uns? Die haben einen Krieg mit uns. Warum kann ich mit meinen Truppen da nicht hinmarschieren? Ach, weil da gerade eben der Vulkan ausgebrochen ist. Ah, I see, I see. So, wir marschieren jetzt auf jeden Fall jetzt hier auf das hier, denn ich sehe gar nicht ein, dass wir das jetzt hier verloren haben sollen. Das ist auf jeden Fall der Plan, das hier erstmal zurückzuerobern. So, wir schauen nochmal ganz, ganz kurz, was wir jetzt hier bauen können. Etrurien ist reich an Kultur, wie wir sehen können. Das hier ist ein richtig fettes Teil. Oh Gott, ey, das war echt bitter mit minus 45 Vermächtnispunkten. Hier ist noch ein Freudenhaus, das ich gerne auch abgerissen hätte. Dann haben wir noch einen Kultort. Aber wie gesagt, dass wir einen verlassenen Palast haben, das sorgt auf jeden Fall hier schon mal für ein paar gute Sachen. Vermächtnissteigerung von 5, 0,5 Dekadenzsteigerung ist zwar auch da. Bonus von 5 Kultur aus Werkzeugen. Wir haben leider keine Werkzeuge, dann könnten wir daraus noch was machen. Wir könnten aber auch hier noch einen Meeresgott-Tempel jetzt hier noch schmieden. Das verringert unsere Dekadenz. Komm, das machen wir. Wir machen jetzt hier, Etrurien wird hier unser kulturelles Zentrum werden. Hier könnte ich noch ein Präzeptorenhaus machen, das verringert auch die Dekadenz. Wir müssen langsam aber sicher daran arbeiten, dass unsere Dekadenz sinkt. Zack, ein Großteil der Arbeiter packe ich jetzt mal dahin. 120 kostet das. Jetzt habe ich es hier um 1 verringert. Was ist, wenn ich da nochmal einen reinpacke? Wie viel brauche ich, um daraus 4 zu machen? Das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Das mit dem Wachstum ist gerade eben nicht ganz so gut. Wie gesagt, wir müssen gegen diese Dekadenz vorgehen. Vor allem gegen diese Alterung. Das sorgt nämlich dafür, dass unser Reich hier ein bisschen aufs Hirn bekommt. Mehr als mir lieb ist. So, also gut. Das sind alles Dinge, die nicht so wichtig sind. Das Süd wurde gebaut, deswegen bauen wir hier auch andere Dinge. Sind inzwischen andere Nationen irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, bereit, den Krieg mit uns sein zu lassen? Ihr vielleicht? Frieden? 14% Wahrscheinlichkeit. Die Boy? Frieden? 42% Wahrscheinlichkeit. Komm, Boy. Seid vernünftig. Ich werde es auf jeden Fall erstmal das mir holen, dann werde ich mir das hier holen und dann werde ich mir das hier holen. Übrigens, dass der Vesuv ausgebrochen ist, das ist mir in meinem Testspiel nicht passiert. Scheint ein bisschen random zu sein. Jetzt bin ich hier erstmal bloß in die Stadt rein. Ich hätte direkt die Festung angreifen sollen, wie ich gerade eben sehe. Oh Mann. Wir sind bei denen, die gar keinen Rang mehr haben, weil wir Minuspunkte haben. Oh fuck. Boten sind eingegriffen. Dalmatien möchte mit uns kooperieren. Das kann man machen. Why not? Wir können Söldner anheuern, wenn wir wollen. Für 1000 Gold. Dann würden wir 10 Einheiten aus den Einheitengruppen angrenzender Stämme in unserer Hauptstadt erhalten. Aber ich habe keine 1000 Gold und ich sehe es jetzt auch nicht ein, das zu machen. So, wir stürmen jetzt hier die Bude. Ah, also, übrigens, die Milizeinheiten sind übrigens alle weg. War nur für kurze Zeit verfügbar. Aber die Armee ist trotzdem eindrucksvoll. So, was haben wir hier noch? Kultort wurde in Tiberus abgeschlossen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann machen wir daraus jetzt hier mal ein Monument. Ja, das steigert unsere Dekadenz. Oder wisst ihr was? Nee, wir machen was anderes. Wir machen hier etwas, das uns dauerhaft Infrastruktur gibt. Ein gutes Mauerwerk. Außerdem gibt es nochmal ein plus 5 durch Stein. Und wir haben Stein hier. Also bauen wir das. Kostet das eigentlich hier 65 und wir machen hier 32 plus 6. Wir könnten das eigentlich in einer Runde hinbekommen. Machbar. Komm schon. Komm schon! Ist doch nicht wahr. Warum geht das jetzt nicht? Okay, es scheint aus magischen Gründen nicht zu gehen. Dann bleiben wir einfach bei 2. Sorgen lieber dafür, dass wir so schnell wie möglich eine Bevölkerung bekommen. Hallo?
Scheint egal zu sein, was ich hier tue. Ich weiß nicht warum, aber es scheint gerade eben ziemlich egal zu sein. Gut, dann lassen wir das mal so. Warum nicht? Was haben wir hier noch? Die Menschen in Etrurien waren der Meinung, dass die lokale verlassene Palast als Quelle für Steine... Och nö, warum habt ihr das getan? Der war so schön. Haben sie den abgerissen, die Schweine? Ich weiß nicht, ob ich dagegen nicht irgendetwas hätte tun können, aber auf jeden Fall haben wir seinen Steinbruch. Toll. So, das hier, wir machen jetzt einfach mal direkt Bericht anzeigen, ne? Können wir auch mal beschleunigen. Dass das hier, dass die da keine Chance haben, war klar. Wir haben das jetzt also jetzt hier wieder für uns erobert. Und werden jetzt auch noch das hier, auch noch zu Italia Superior, uns einverleiben. Oh Mann, wir haben schon wieder eine Alterungsmarke. Oh nein. Ah, ich habe jetzt Frieden mit dem Boy. Das ist gut. Frieden schließen. Ah nee, das kann ich jetzt einfach nur sagen. Ja, 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 das interessiert mich nicht. Die sollen ruhig gegeneinander Krieg führen. Boten sind eingelaufen und vom die populares Part, du hast es nun also herausgefunden, dass Krieg eine teure Option ist und nun möchtest du mit den Boy Frieden schließen. Tarentum meldet sich also dazu Wort. Aha. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war eine Beleidigung, glaube ich. Das war, glaube ich, eine diplomatische Beleidigung. Ja, aber wisst ihr, Tarentum, ihr habt bis jetzt wenig gemacht, als dass ich da jetzt irgendwie. Oh, warte mal, was ist denn das? Samnische Truppen. Ganz im Ernst, die samnischen Truppen übel ich gleich mal hier raus. Aber sowas von. Kann ich ja gar nicht leiden. Oh, die Loyalität ist jetzt ziemlich mies. Aufstandsrisiko zwar nur 4%, aber trotzdem, sie ist mies. Wir sollten etwas machen. Theater. Für die, ein so niedriges Gebäude ist der Bau eher kostspielig, aber aus kultureller Sicht immer noch ein großes Interesse. Kann zum Amphitheater verbessert werden. Das dauert zu lange. Lass uns erstmal hier ein Hanffeld machen. Wir können es ja tatsächlich Hanf anbauen. Wir haben jetzt ja auch schon einen italischen Bürger. Es dauert halt eine Weile, bis man das alles hier konvertiert hat. Ne? Das ist ein bisschen bitter. Nach wochenlangen Problemen ist in Trurien Ruhe eingekehrt. Ah, sehr gut, sehr gut. Ihr seht aber auch hier haben wir ein Aufstandsrisiko. Immer noch von 7%. Ja, 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 das ist alles eher unwichtig. Also ausländische Sachen, die wir gar nicht uns gar nicht interessieren müssen at the moment. Interessiert mich gerade eben nicht, was da drüben in Illyrien abgeht. Die greifen jetzt hier unsere Festung an, noch bevor wir zu eingreifen können. Gucken wir mal, ob wir das gewinnen können, wahrscheinlich nicht. Das sieht ganz bitter aus jetzt hier für Kampanien. Was haben die gewonnen? Was haben die gewonnen? Was haben wir gewonnen? Oh, sehr gut. Was haben wir gewonnen? Sehr, sehr gut. Das haben wir haushoch verloren. Oh nein, das war nicht gut. Und das war unentschieden. Ja, das haben die aber... Oh. Diese Schlacht war unentschieden. Das hilft uns. Hilft uns sogar sehr. So, jetzt haben wir die Jungs hier abgefangen. Nee, Quatsch, die greifen nochmal an. Scheiße. Ja, das Problem ist, es läuft halt immer ewig weiter. Weil sozusagen ein paar Tage später greifen die wieder an. Wir werden das früher oder später nicht schaffen. Wobei, das hier war sehr gut verteidigt. Wir sehen auch warum. Na, 7-7. Ja gut, es war lucky. Die haben zum Glück einen beschissenen Angreifer. Das ist das Einzige, was uns hier gerade rettet. Oh Gott. Oh, auch das haben wir gewonnen durch Luck. Pure Luck. Wow, wow, wow. Auch das gewinnen wir. Pure Luck. Und auch das haben wir gewonnen. Oh Gott, ich glaube, wir können diese Stadt halten. Ja, müssen wir aufpassen. Das ist alles nicht so günstig. Boah, ey, ohne Witz. Wir gewinnen die Schlacht. Wir haben die aus dem Land vertrieben. Wir haben sie vertrieben. Hätte ich nie für möglich gehalten, ey. Ja, die müssen jetzt das Land verlassen. Haben es nicht geschafft. Nochmal eine Schlacht hätten wir auch nicht überstanden. Ja, jetzt haben wir die abgefangen, wie ihr seht. Das gucken wir uns natürlich auch an. Was für eine Schlacht, ne? Holla, die Waldfee.
Ja, viele von denen sind schon angeschlagen. Ihr seht aber, die haben von Haus aus einen besseren Wert. Schwere Infanterie, erfahrene Truppen, sie sind frisch. Unsere sind Veteranen, aber die haben noch einen weiteren Bonus. Hier seht ihr es, die haben eine Grundwertung, weil ihr General ein Taktiker ist. Das gibt hier für den gesamten Stapel nochmal plus 1. Das sind also hier diese Sonderboni durch dieses Schwert. Darf man echt nicht unterschätzen. Der General von denen ist besser als unserer. Unentschieden. Hui. Das gewinnen wir. Das ist wieder gleich. Das verlieren wir knapp. Das ist wieder unentschieden. Wow. Das gewinnen wir wieder knapp. Aber weil es Plänkel ist, bekommen wir den Schaden. Das gewinnen wir deutlich. Da habt ihr es gerade eben gesehen. Da wurde der eine Schadenspunkt, weil sie Plänkler sind, abgesaugt. Unentschieden. Oh, das verlieren wir deutlich. Ich glaube, wir verlieren die Schlacht. Ganz knapp, wenn wir sie nicht irgendwann mal Punkte machen. Ah, okay, das war wichtig. Das war wichtig. Die sind auch angeschlagen. Ja. Das hilft uns, dass wir am Anfang diesen Wurfspeerbonus hatten. Auch wenn das jetzt hier wiederum nicht gut für uns endet. Wow. Wer hat gewonnen? Wir haben gewonnen. Okay, ganz im Ernst. Das war ein bisschen mit dem Würfelglück hier gerade eh. Ja, Rom braucht manchmal auch Glück, ne? Diese Armee war echt nicht schlecht. Die haben echt eine Weile gebraucht, bis sie das hier aufgebaut haben. Und jetzt schlagen wir hier zu. Wurfspeere haben wieder einige in ihre Schöpfung getrieben. Ihr seht, unsere Truppen sind angeschlagen, ne? Das ist echt alles andere als. Ihr seht, die sind jetzt auch schon nicht mehr frisch, sondern schon müde. Und dadurch hat sich jetzt unser Mindestwurf reduziert. Trotzdem schlagen wir diese Kavallerie. Hier haben wir auch einen leichten Vorteil, den wir sehr, sehr gut verkaufen. Hier haben wir auch einen leichten Vorteil, den wir nur einigermaßen gut verkaufen. Ja, das dürfte eine klare Nummer werden hier gegen die gewöhnliche Infanterie. Ja, eigentlich deutlich. Außer der Gegner würfelt episch. Mit einem Würfel den neuen, wisst ihr? Ja, Glück gehört auch dazu. Dafür haben wir jetzt hier auch einen neuen gewürfelt. Der cheatet doch, der würfelt doch nur Neuner. Oh, oder auch nicht. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal ein bisschen schneller. Die haben wir auch gemetzelt, 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 gemetzelt. Und gemetzelt. Die Schlacht ist gewonnen. So, die Verfolgung. Und wir sind fertig. Ja, das kann man schon beinahe ein Stack-Wipe nennen. Durchaus. Und wir haben diese Belagerung dadurch jetzt hier endgültig durchbrochen. Ihr seht aber auch, dass die Kampfkraft unserer Truppe jetzt hier von 180 auf 139 gesunken ist. Nicht, weil wir Männer verloren haben, sondern weil, ja gut, wir haben schon Soldaten verloren, aber wir haben keine ganzen Units verloren, wir haben keine Kohorten verloren. Und dadurch sind wir noch einsatzfähig. Unsere Truppen müssen jetzt bloß ein bisschen regenerieren. Und ich bin persönlich der Meinung, dass wir das jetzt dadurch machen, dass wir da einmarschieren und den Scheiß jetzt erstmal belagern. Derzeit regenerieren unsere eigenen Truppen während der Belagerung und sie werden dann, sobald sie dann wieder fit sind, zuschlagen. So, was haben wir hier gebaut? Wir haben den Wahrsager hier gebaut. Als nächstes können wir hier die Rednertribüne bauen. Ein als Ort, um wichtige Dinge zu besprechen, wird dieses Gebäude die Loyalität etwas erhöhen. In der ersten, ist der erste Schritt zur Regierungsgebäuden. Also für die Regierungsgebäudekette, wie ihr seht, Gebäudestufe 1. Ja, das bauen wir, auch wenn es eine Weile dauert. Dann haben wir einen Schmied. Was habe ich denn hier gebaut? Ach, das Hanffeld habe ich hier gebaut. Auch hier machen wir jetzt die Rednertribüne. Ich möchte, dass die jetzt hier mal anfangen, hier so ein bisschen kultivierter zu werden, die Leute. Ich packe ich mal dahin, weil mit der macht ihr ja gar kein Geld. Das kann ich mir aber auch schenken dann. Kriege ich das auf 2 runter? Nö, aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so. Die sollen alle auf dem Feld arbeiten. Nur hier der hallische Bürger arbeitet jetzt nicht auf dem Feld. Ja, das ist römische Art und Weise, mit Menschen umzugehen. So,
Ansonsten, ja, wie gesagt, ich gucke nochmal durch, ne? Sind überall alle fröhlich am Bauen. Dass ich irgendwann mal irgendwas übersehen habe. Nächste Runde ist das hier fertig. Da, ich habe doch gesagt, ich habe irgendwas übersehen. So, die Andachtsstätte. Wir können übrigens auch mal. Was ist denn das? Eisenmine! Wird sofort gebaut. Entschuldigung, aber das muss gemacht werden. Eine Eisenmine hilft jeder Region oder Nation enorm. Ja, deswegen habe ich gerade eben so reagiert. Die eine besitzt. Dieses Metall wird für schwere Einheiten verwendet, kann nur in einer Region mit reichen Eisenerzen gebaut werden und kann weiter zur tiefen Eisenmine verbessert werden. Das Ding brauchen wir, also Eisen brauchen wir für manche bestimmte militärische Gebäude. Also ohne kann man bestimmte Boni gar nicht so richtig bekommen. Also das ist deswegen sehr, sehr wichtiges Teil. In Rom bauen wir gerade eben auch nichts. Der Rüstungsschmied. Da seht ihr es hier, ne? Gibt einen Bonus aus Eisen. Deswegen ist das Ding hier so cool. Wir bauen jetzt hier die Rüstungsschmiede in Rom. Hätte ich sehr, sehr gerne. So, in Rom ist es jetzt hier mit dem Wachstum so langsam aber sicher zum Erliegen gekommen. Ich sollte insgesamt auch jetzt mal anfangen, hier Leute, wie ihr seht, hier mal umstrukturieren. Auch wenn das jetzt hier oben sehr lange dauert, aber ganz im Ernst. Kultur ist auch wichtig. Wir haben jetzt hier kein Wachstum mehr. Das werden wir aber später nachholen, indem wir dann einfach noch entsprechende Gebäude bauen. Aber erstmal ist das hier wichtiger. So, hier bauen wir gerade eben auch nichts mehr. Bevölkerungswachstum findet noch statt. Was ist denn das hier? Trockendock. Bonus für Ausrüstung. Trockendocks helfen dabei, Schiffe aller Art schneller zu produzieren. Da sie viele Segel verwenden, sind sie eher eine gute Ergänzung zu Werften, Häfen und Handelshäfen. Ihr seht also, wir bekommen dann mehr Ausrüstung. Wir brauchen auch diese Ausrüstung, um Kriegsschiffe zu bauen. Deswegen ist es wichtig. Und wir bekommen einen Bonus, wenn wir Hanf haben, ne, diese typischen Hanfseile. Und Teer macht man ja quasi hin, um die Schotten abzudichten, die ganzen Planken abzudichten und so weiter. Und aber die Planken dichtet man ab. Nicht die Schotten. Die Schotten dichten sich mit Whisky ab. In dem Fall, ja, bräuchten wir halt Teer, haben wir aber momentan noch nicht. Bedürfnisse Segel. Handel erforderlich, kann importiert werden aus Tunis. Und Tunis gehört jemand anderes. Machen wir also momentan noch nicht. Glücksspielring würde uns Geld bringen. Tongrube, Salzhaus. Salz kann ich importieren. Ich mache jetzt erstmal hier ein Flachsfeld. Mehr Nahrung. Das bringt aber auch Nahrung. Dann baue ich das da. So, Männer marschieren. Und wir gehen in die nächste Runde. Samnium soll unser werden. Make Rome great again und so. Das ist eine kleine Dulli-Armee. Zack. Die haben wir einfach mal so weggekloppt. Und jetzt beginnt die Belagerung. Ihr seht, unsere Truppen haben beim Marschieren, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen wieder was regeneriert. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall werden die jetzt hier sich wieder ein bisschen regenerieren. Wir sind nur noch bei minus 14 Punkten. Bald sind wir wieder in einem Bereich, wo wir von Werten reden können. Wir haben schon wieder eine Alterungsmarke. Ist das Monster. Massalia bietet uns eine Allianz an. Oh, da sage ich nicht nein. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich auch unseren Feinden den Krieg erklären. Die haben, glaube ich, auch Krieg mit den Celtici und sind deswegen durchaus geneigt, mit uns jetzt hier Seite an Seite zu kämpfen. Wie gesagt, diese Armee jetzt hier soll jetzt hier weiter belagern. Ich gucke mal gerade eben, ob ich irgendwie einen besseren General habe. Der hier ist gut beim Belagern. Plus zwei Be Belagerungsbonus für den gesamten Stapel, aber er hat halt nur einen Würfel. Ganz im Ernst, da habe ich lieber einen, der mehr würfelt, ohne Witz. Das ist mir einfach sehr viel lieber. So, und ihr regeneriert euch jetzt hier so ein bisschen. Was haben die hier drin? Ja, wir warten. Wir sitzen das Ganze jetzt hier einfach mal kurz mal aus. Da gibt es eine neue Bevölkerungseinheit. Hier wurde etwas gebaut. Ich glaube, das Monument. Freudenhaus will ich nicht bauen hier. Räucherei. Die Haltung und Verwendung von Vieh als Handelsgut ist kostspielig, doch dieses Gebäude ermöglicht die Konservierung von Fleisch, was zu einem erheblichen Gesundheitsbonus in der Region führt. Nicht schlecht. Küstenmarkt ist aber besser. Vor allem, weil wir hier schon Fisch haben. Gibt noch mehr Nahrung. Küstenmarkt wird gebaut.
haben wir hier noch gebaut? Mauerwerk in Tiberus haben wir fertiggestellt. Ist das hier? Hat uns jetzt immer noch mehr. Glaube ich, jetzt hier der Bonus hier. Jetzt könnten wir eine Baumeisterhalle machen. Erhöht die Infrastrukturleistung auf Kosten von Mannstärke. Deutlich. Nur überlegen. Theater klingt nett. Ja, lass uns die Baumeisterhalle bauen. Mal einen Teil der Leute hier rüber. Zack. Dann geht das hier auch deutlich schneller. Ja, so ist es okay. Nach wochenlangen Problemen in Latium ist in Unruhe gegen Rom. Was haben wir denn jetzt da? Hat sich jetzt hier gelegt, endlich. Ich glaube, die Unruhe hat sich gelegt. Sag ich mal, was es hier ist. Das sind halt einfach irgendwelche ausländischen Aktionen. In Umbrien haben wir da gerade eben diese Schlacht gewonnen. Genau. Und dann hat. Wir haben nochmal eine Alterungsmarke bekommen. Es war noch nie so lange diese scheiß Partei am Start. Boah. Das sind diese drei Alterungsmarken. Es ist widerlich. Wir kommen halt Alterungsmarken, solange wir halt hier so scheiße drauf sind, ne? Das müssen wir halt irgendwann mal in den Griff bekommen. Also ihr seht, das mit dem Diktator war mäßig gut. Das ist eine absolute Notfallentscheidung, meine Damen und Herren. Sollte man echt nicht machen. Die führt halt Rom ein bisschen in die Diktatur hinein. So, Wiederholung, nein. Wir sind jetzt nur noch bei minus 6. Nächste Runde sind wir tatsächlich bei 2 dann. Dann sind wir auf der Höhe der Senonen, die wir schon besiegt und vernichtet haben. Ihr seht, ne, man kann das Spiel auch verlieren, wenn man einfach nicht genug Vermächtnis hat. Oh Mann. Wir haben jetzt ein Bündnis mit Massalia. Das ist gut. In Telstadt würden sie eher nicht machen. Kooperation. Um Kooperation bitten. Weniger verpflichtend als eine Allianz. Ein Kooperationsvertrag begünstigt eine allmächtige Verbesserung der Beziehungen und der Handelsmöglichkeiten zwischen den zwei Ländern. Irgendwann wird der Partner Informationen über sein Reich teilen. Anders als bei einer Allianz teilt ihr nicht eure Vorräte. Kämpft nicht gemeinsam und werdet in den meisten Situationen nicht Verbündete gesehen. Ja, das ist die schwächere Form. Also wir haben im Grunde aber schon eine Allianz mit denen jetzt geschlossen. Deswegen ist es irrelevant. So, meine Truppen, wie ihr seht, regenerieren langsam. Die werden jetzt schon langsam aber sicher wieder grün. Nächste Runde könnten wir diesen Angriff hier durchziehen. Italische Rebellen lehnen sich gegen Rom in Etrurien auf. Ach nö. Etrurien ist wieder da. Ach komm, dann greifen wir den Scheiß jetzt sofort an. Ich wollte mich nur. Da willst du einmal die Füße hochlegen, ne? Und dann hast du sowas hier. Die haben Etrurien erobert. Ja. Während der Belagerung von Narnia. Okay, wir haben ihnen Verluste zugefügt. Oh, wir haben eine Bresche geschlagen. Das heißt, die Stadt hat eine Mauer weniger. Ja, intakte Mauern, 1 von 2. Cool, das hat geklappt. Ja, das heißt, der Angriff wird auf jeden Fall leichter als gedacht. So, ich gucke gerade eben nur, ob hier noch irgendetwas zu machen ist. Ich glaube, dass nämlich in Etrurien was fertig gewesen wäre. Was so jetzt natürlich nicht mehr zu sehen ist, weil Etrurien jetzt momentan wieder etruskisch ist. Oh Mann. Ich werde jetzt gleich einen lustigen Move machen, meine Damen und Herren. Wenn wir das jetzt hier gleich erobert haben. Ja, wir sind auf Platz 36. Wir haben die verfluchten Senonen überholt. Ihr seid tot und wir nicht. Wir sind einfach nur. Wir haben bloß kein Vermächtnis. Ja, die Etrusker haben uns den Krieg erklärt. Das hätte ich jetzt sowieso demnächst gemacht. Die Massalier kämpfen an unserer Seite. Das ist schön. Ich mag treue Leute. Oh, die Belagerung ist instant vorbei. Es gab nicht mal eine Schlacht. Witzig. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier diesen Weg, schlagen diese Armee, um dann hier direkt in Etrurien auf die Hauptstadt zu marschieren. Halt. Ja, genau. Nein! Shit! Ah! Oh. Abbrechen. Ihr geht dahin und dann dahin. So. Ihr seht, also, sie müssen jetzt da. Das ist der Weg, den sie jetzt gehen. Die hauen jetzt erstmal die hier, die Italia Superior Truppen unterwegs zusammen.
Und wir kümmern uns jetzt hier mal um das hier. Die dürften eigentlich ohne Probleme sich von uns anschließen, weil es nämlich auch italische Leute sind. Oh. Wachstum dauert lange, weil wir machen irgendwie Minusnahrung. Warum machen wir Minusnahrung? Oh, hier ist auch ein verlassener Palast. Bitte mach den nicht kaputt, ich will ihn behalten. Mano. Außerdem haben wir eine Taverne. Okay, wir haben Olivenöl, aber kein Honig. Dann würden wir nochmal einen Bonus aufs Geld bekommen. Okay. Was wollen wir hier bauen? Muss mal gucken, was haben die denn hier überhaupt für Handelsgüter? Oh, sieht Blei. Jetzt ist Blei abbauen? Eine Bleimine. Baut mir mal schnell Blei ab, meine Damen und Herren. Weil es wäre auch sinnvoll, erstmal dafür zu sorgen, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen Wachstum hier generieren, ne? 35 Runden. Oh, ist das düster. Nee, ganz im Ernst, wir müssen erstmal danach schauen, bevor ich jetzt diese Bleimine baue, dass wir eine schnelle Nahrung haben. Deswegen bauen wir jetzt erstmal eine Viehfarm. Auch mehr Nahrung. Dann löst sich das Problem ja auch relativ schnell. Küstenmarkt in Arnus gebaut. Das sorgt auch schon mal für einen Haufen Kohle. Einen Ankerplatz könnten wir machen. Aber ich bin dafür, erstmal hier ein Mauerwerk zu machen, was wiederum unsere Infrastruktur verbessert. Ach nee, wir haben keinen Stein hier. Dann lass uns einen Ankerplatz bauen, das macht Geld immerhin. Rezeptorenhaus wurde in Klarnis abgeschlossen. Das senkt jetzt hier unsere Dekadenz. Wenn ich ein Monument bauen, das würde die Dekadenz wieder erhöhen, aber ist egal. Lasst uns erstmal das Mauerwerk bauen. Ihr seht, die sind ja auch überall unterschiedlich gut, die Teile. Warum das der Fall ist? Ach so, ja, weil wir hier den Bonus aus Stein haben, genau. Deswegen haben wir das hier. Ach du Scheiße, die haben die Pest hier. Nein! Oh, die haben hier die Pest. Scheiße, arme Teufel. Hier ist eine neue Bevölkerung. Rednertribüne wurde in Picenum abgeschlossen. Ein Freudenhaus will ich hier definitiv nicht. Wir könnten aber hier einen Radmacher machen. Das erhöht unsere Infrastruktur, auch weil wir hier einen Bonus aus Sägeholz haben. Können wir in Zukunft Dinge schneller bauen. Naja, wir haben die anscheinend komplett ausgehungert. Das hier breche ich mal ab. Bla 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 bla. Ja, ja, die Pest ist da. Juhu, wir freuen uns alle. So, jetzt marschieren wir hier erstmal durch. Hoffentlich wird es ein wahrer Durchmarsch. Genau, wir schlagen jetzt hier die Keltici. Hier habe ich mich gar keine Lust hier. Oh, das sieht für die Keltici ganz schlecht aus. Ja, vor allem, weil jetzt unsere Veteranen jetzt hier auch richtig zuschlagen werden. Man sieht übrigens auch diese Männer hier immer werfen, ne? Da kommt der Unterstützungsbonus her. Da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten, auf die hinteren Reihen. Unterstützender Tapfer. Ja, das sieht auf jeden Fall für uns sehr, sehr gut aus, ne? Keltici werden von uns hier... Oh, das war nicht gut. Nein, nein. Ausgerechnet diese Einheit. Und da muss ein Patch stattfinden. Why? Würfel hier eine 10, ihr Bastarde. Oh. Diese armen Alae. Sie waren 15 Jahre vor ihrem Ruhestand, um römische Bürger zu werden. Oder so ähnlich. Ich glaube, 25 Jahre lang musstest du das machen, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass vorher sowas passiert, war durchaus gegeben. So, Verfolgung. Diese Armee ist erledigt. Weitgehend. Trotzdem war es ein guter Sieg für uns. Wir haben das übrigens auch eingenommen, gerade in meinem Durchlauf, weil die keine Stadt haben. Oha. Seht ihr, was da los ist? Da werden wir eingreifen. Den Befehl geben wir in dieser Folge noch, da einzugreifen, damit die nicht auf dumme Ideen kommen und jetzt uns hier diese schöne... Die Edui möchten mit uns kooperieren. Wer sind denn die Edui?
Ach, warum nicht? Da können wir immerhin ein bisschen Handel treiben mit denen. So, wir brechen das jetzt kurz mal ab. Ihr marschiert da rein. Damit hat keiner gerechnet. Und dann hier rein. Schaffen die alles noch in einem Zug. So, und das Gebiet ist jetzt so mir nichts, dir nichts versehentlich in unsere Hand gefallen, aber weil wir da durchmarschiert sind. Und damit, liebe Leute, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn ihr wollt. Es ist ja immer noch über eine Woche, ne? Hier das Ganze hier. Also bis ihr warten müsst, ob ihr selber spielen könnt. Und hier noch reinholen. Ein Theater. Oder ein Schmied. Ohne Witz, warum nicht? In dem Sinne, in Zeit, tschüss und ade.